Habe und zum ersten Mal eine Fingerabdrücke rausrücken musste. Ich war auch beim Ganzkörper-Hautkrebs-Screening beim schönen Dr. Roschandei. Oh weh, man hat kaum noch Geheimnisse. Der Gesamteindruck der Fliege von oben ist der eines Delta, einer Concorde mit durchsichtigen Flügeln. Das wär's doch. Alle großen Erfindungen wurden durch Naturbeobachtung gemacht. Flugzeugflügel aus Plexiglas. Ich denke da jetzt nur ästhetisch, nicht funktional. It's not the pale moon that excites me, that thrills and delights me. Zusammen, wie jedes Mal nach dem Rückweg. Denn da steht immer wieder plötzlich er. Extrem schwarz-weiß, überlebensgroß. Er ist wirklich mehr als lebensgroß. Ich habe es getestet. Ich habe meinen Zeigefinger auf seinen fotografierten Zeigefinger gelegt, auf den, der die Zigarre hält. Mein Zeigefinger war wie der von Hänsel im Käfig der Hexe zu dünn. Er also, er. Die Haare kurz, kleiner Bart, strenger Blick von weit oben her, durch runde Gläser, Zornesfalte über der Nasenwurzel, Vatermörderkragen, Fliege darauf, Gehrock schwarz mit feinen Streifen, sichtbar gutes Tuch. Weste mit Uhrkette, sehr aufrecht, hochgehend geradezu, jedes Mal erschreckend, ein XL-Schatten, so viel größer als man selbst. Oben hängen noch mehr Fotos von ihm. Im selben Outfit, aber nicht riesig, sondern klein. So 20 mal 25 cm. In Holzrähmchen, im Profil. Heiter lächelnd, Hand in der Tasche. Nochmal im Profil. Diesmal ein Glas Rotwein betrachtend. Es war also ein Fotoshooting. Es war Inszenierung und Rollenspiel. Denn er kann auch anders. Er kann mit Malochermütze und Kordjacke im Garten graben, kann das Söhnchen festhalten, das auf einem Kürbis sitzt, kann splitternackt im See baden und zeigen, dass er ein wohlgestalteter Mann ist.
Hälfte hält nicht ganz das Versprechen der Oberen, die ich schon kenne. Zu lesen ist, er kann außer Innere auch Pneumo und Onko und Kardiologie. Er holt mich persönlich in sein Sprechzimmer. Er hat das Ergebnis meiner 24-Stunden-Blutdruckmessung auf dem Bildschirm. Wie können Sie einer alten, alleinlebenden Frau sowas zumuten? Jede Viertelstunde bei Tag und bei Nacht der Brummton, Klammer auf, die Rille ist ein 24-mal am Tag anfahrendes Blutdruckmessgerät. Dann muss einfach ergänzt werden. Klammer zu. Und dann der Würgegriff am Oberarm. So und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und jetzt ertrage ich es nicht mehr. Jetzt lockert er sich. Schrecklich, weil man nicht einschläft. Schrecklich, wenn man es doch tut. Ärzte sind nicht nur fantasielos, sie sind sadistisch. Sage ich leider alles nicht. Was liest er aus den Zacken auf seinem Bildschirm? Ihr Blutdruck ist erstaunlicherweise nachts höher als tags. Schnarchen Sie? Wir können eine Nacht lang eine Schlafuntersuchung machen. Oh Gott, Sie müssen nicht. Ich muss schon. Ich muss schon machen, was die Ärzte sagen. Ich kann doch nicht gegen meinen Arzt rebellieren. Er ist meine einzige und letzte Bezugsperson, sage ich teilweise. Ich erzähle ihm, dass mein Schwindel plötzlich weg war. Was habe ich richtig gemacht? Weiß er nicht. Kann der Schwindel wiederkommen? Ja. Und dann? Ich sollte schon wissen, was ich richtig gemacht habe. Salutogenese. Manchmal heilt der Körper eben. Die Ärzte können ja auch nur die Selbstheilungskräfte des Körpers unterstützen. Wow, ich dachte, so reden nur Alternativmediziner. Sage ich nicht. Moi, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent dans la paix. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent dans la paix. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte. Dans la nuit froide de l'oubli, tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble.